Ich weiß aber gar nicht, wie viel Eisen ich noch habe und ob 5 Eisen reichen für einen Eimer. Gut, erstmal wieder hoch. Und das sind natürlich Dinge, die kann ich machen, wenn es dunkel ist. Da die Mine runterarbeiten. Dann habe ich jetzt hier Eisen noch drin? Nee, ich hab doch hier noch 4 Eisen, ne? Praktisch, 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 praktisch. Wo ist der Ofen? Hier. Ich möchte gerne noch 5 weitere Eisenbarren haben. Gut. Dann wollen wir hier erstmal schnell ein bisschen abernten, weil ich das sonst wieder vergesse. Mann, du Schwein. Du Sau, du Sau. Wo habe ich denn jetzt die Dinger hingesammelt? Du reagierst auf Fleisch? Okay, Weizen. Ja, toll. Kaum sage ich, das sind Sachen, die gehst du jetzt da hoch. Darf nicht so doll springen, sonst ist das Feld kaputt. Kaum spreche ich davon, dass es dunkel werden könnte, da wird's dunkel. Geh weg, Schwein. Oh, tut mir leid. War nicht so gemeint. Hab ich jetzt hier alles wieder bepflanzt? Ja. Ja gut. Dann hat sich das Ernten draußen ja schon wieder erledigt. Wobei, ich könnte noch eben meine Zucht voranbringen. 1, 2, 3, 4. Hier natürlich auch. 1, 2. Wer hat noch nicht? 3. Und 4. So ist gut. Du musst Eier legen, Huhn. Ich brauche doch zumindest ein Huhn bräuchte ich noch. Das ist echt ganz hübsch, so dunkel. Ist echt bewundernswert, dass man die Fackeln so weit sehen kann. Ja gut, aber bevor mir jetzt hier noch ein Creeper irgendwie auf den Kopf fällt und ich sterbe, gehe ich mal lieber hier wieder rein und kümmere mich darum, dass ich einen Eimer bekomme. Wie ging das nochmal? Hä? Für einen Eimer braucht man nur 3? Ja gut. Haben wir wieder was gelernt. Ich baue mal hier schnell noch eine weitere Kiste, weil wo ist denn das? Nein. Okay, Truhe. Also, Eisen und Eimer. Weil das tue ich mal lieber da unten so hin. Ich muss ja irgendwie hier auch in der Kiste eine Ordnung reinbekommen. Erde, Erde, Erde. Erde, 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 Erde. Noch mehr Erde? Tatsächlich.
Gut, dann habe ich hier noch Steine. Steine und Granit. Das ist Holz, das ist Sand. Tue ich da mal drunter. Holz. Holz. Kohle. Holz. Die Eier tue ich dahin. Essen bleibt hier. Holz geht dahin. Dann ist das hier alles pflanzliche. Ernte der Farm. Machen wir mal so. Dann habe ich Fäden. Einen Fisch. Noch mehr Stein. Ach herrje. So. Nochmal was aus Holz. Nochmal Ertrag meiner Farm. Also fast kaputte Spitzhacke. Benutzte Spitzhacke. Und die Angel kommt über den Eimer. So, und schon habe ich wieder Ordnung. Hübsch, 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 hübsch. Ja gut, dann gehe ich mal hier noch ein bisschen buddeln, weil es ja eh dunkel. Komm doch da aus dem Wasserschwein. Ach, die wollen nicht hören. Dann kann ich auch nicht helfen. Dann mach doch, was du willst. Dummes Schwein. Dummes Schwein. Eins, zwei, drei. Ich weiß auch nicht, warum mir die Zahlen immer so wichtig sind. Ich stehe irgendwie so auf Symmetrie irgendwie. Höre ich da Lava? Geil. Also glaube ich, dass das geil ist. Ich bin mir gerade noch nicht so. Zwei, drei. Noch nicht so sicher, ob ich das geil finde, aber das bedeutet ja, dass hier irgendwo entweder der Tod lauert oder ein Freiraum. Ich werde mal lieber hier mit so ein bisschen Abstand buddeln. Das ist schon mal Kohle. Hübsch. Ich glaube, das Blubbern kommt von rechts. Ich mir ein bisschen Abstand die Kohle hier abbauen. Jetzt hier so. Achso, ich sollte da vielleicht eine Fackel hin tun. Ach, guck mal da. Interessant. Was habe ich denn hier so freigelegt? Einfach nur ein Raum mit Lava. Aber der kommt mir gerade genau richtig. Denn Lava brauche ich früher oder später noch. Und deswegen ist es gut, dass ich das jetzt schon gefunden habe. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich mich damit nicht umbringe. Mit der Lava. So, wo ist denn mein Treppenhaus? Ist ja hier praktisch hier einfach runter. Ja, dann machen wir das folgendermaßen. Ich mache das hier mal ein bisschen frei. So. Und so. Aber das hier mal ein bisschen hübsch. Ja. Und den dann noch weg. Der ist nämlich hässlich.
Den, den, den weg. Das ist nämlich auch alles hässlich. Und dann hat das eigentlich schon was. Und zwar werde ich jetzt, ich werde mal schnell Glas von oben holen. Und ich glaube, eine Tür hole ich auch noch. Denn wie gesagt, ich werde die Lava ja brauchen, früher oder später. Also, ich glaube, hier habe ich... Da habe ich es nicht drin. Habe ich es hier drin? Okay, ich habe noch gar kein Glas auf dieser Insel, aber ich habe Sand. Nicht so tragisch. Ich mache aus Sand Glas. Und habe ich noch eine Tür jetzt über oder nicht? Nö. Auch nicht so schlimm. Auch die kann ich bauen. Denn ich habe ja hier noch Holz. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holz für eine Tür. Also für 3 Türen, um genau zu sein. So, Tür. Verdammt. Und Glas. Ich weiß gerade nicht, wie viel Glas ich brauche. Ich lasse das hier... Lass das hier auch erstmal machen. Und geh weiter buddeln. Wobei. Ich habe ja die Lava schon gefunden. Ich überlege gerade was ganz Verrücktes. Was ganz Verrücktes. Aber dazu muss ich hier erstmal das Haus drumherum bauen. Könnte doch eigentlich irgendwo hier. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal das Haus hier drumherum zu Ende, sonst blicke ich hier gar nicht mehr durch, was ich eigentlich machen wollte. Ich brauche das und ich brauche das. Okay, also, ich weiß ja jetzt schon, dass ich das Haus gerne so weiterführen möchte. Kann das sein, so? Ja, ja. Das hat alles so schon seine Richtigkeit. Gut, dann habe ich jetzt hier erstmal den Umriss. Fenster werden auch völlig überbewertet. Nein. Bleibst du hier. Ich bin irgendwie so ein Chaos-Architekt, glaube ich. Ich baue mal erst und irgendwann geht es mir auf den Sack und dann baue ich es um. Aber so lange habe ich dann mehr oder weniger ein Provisorium gebaut. Gut, jetzt kommt das Dach. Das wahrscheinlich sowieso auch noch in Etagen aus und höher und all das, aber alles zu seiner Zeit.
Ich habe im Fall das Dach zu Ende gebaut. Mann, ich bin richtig, richtig gut. Fackeln, 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 Fackeln. Und ich brauche irgendwo eine Tür. Ich weiß gerade gar nicht. Falsches Werkzeug. Bauen wir sie einfach hier rein. Und da noch eine Fackel hin und hier. Dann will ich gerne dort die Tür haben und dann und schon gehört das mit zu meinem Haus. Hübsch. Und dann möchte ich aber gerne das hier noch abgegrenzt haben. Glaube ich. Wo ist denn mein, wie weit ist denn mein Glas? Ah, 27 Glas habe ich schon. Doch hier draußen noch gesehen. Zaun habe ich auch noch. Komm, nehmen wir den Zaun auch noch mit. Ich habe nämlich gerade eine lustige Idee. Kann man das so abgrenzen? Huch, huch, huch. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie. Irgendwie sieht das komisch aus. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? So, ist der kaputt, wenn ich den mit der Axt abbaue? Nee. Wollte schon sagen. Ja gut, egal. Ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt ist doch hier noch mehr Glas fertig, oder? Ich bin in meinem eigenen Haus, das ich soeben konstruiert habe, so dermaßen verlaufen. Lalalalala. Lalalalala. Da wird einem überhaupt nicht schwindelig. So, ich möchte jetzt gerne. Wie machen wir das jetzt überhaupt? Also ich glaube, ich werde dort einen Stein hinsetzen und diesen da wieder wegnehmen. Erstmal schön verbrennen da drin. So, oh Gott. So, dann haben wir machen wir es ganz einfach. Machen wir es einfach so. Dann kann man es sehen, dann kann man hier rein und dann kann man hier Dinge machen. Dinge machen. Gut. Lava hätten wir auch schon mal gefunden. Dann gucken wir mal, ob wir noch was Cooles finden, wenn wir uns tiefer reinbuddeln. Nicht, dass ich jetzt so unter die Lava komme, dass ich sterben würde. 1, 2, 3, 4. Sondern vielleicht, dass wir uns unter der Lava bewegen können. Aber so steil, wie ich hier abwärts grabe, dürfte das eigentlich kein Problem sein. 1, 2, 3, 4.